Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Morrel und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu meinem Let's Play Software Inc. Ja Leute, machen wir weiter an dieser Stelle und ich habe mir mal vorgenommen, wir werden das Spiel mal ein bisschen testen. Und zwar setze ich mal direkt einen kleinen Cut nochmal und baue das Gebäude einfach mal ein bisschen aus. Ich werde das nicht per Zeitvorspulen machen oder doch, ich weiß es noch nicht. Und setze hier nochmal zwei Etagen oben drauf. Ich zeige es euch dann gleich. So, hau die Pause auch dafür rein, dass ihr nichts verpasst im Ende, im Endeffekt vom Spiel. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir hier zwei Etagen mehr drauf haben. Bis gleich. So Leute, da habe ich den Ausbau jetzt schon mal vorgenommen. Kann ich euch kurz zeigen. Wir haben hier jetzt vier Etagen, die alle dasselbe auch beherbergen. Also, ja. Ist alles auf dem gleichen Stand. Ich weiß noch nicht, ob wir das diese Folge jetzt schon gebrauchen werden oder nicht. Es ist erstmal eine kleine Vorbereitung. Und zwar brauchen wir erstmal ja noch den ein oder anderen geschulten Mitarbeiter. Ich werde mal unser Hauptteam noch ein bisschen erweitern. Vorerst erstmal. Mitarbeiter. Oder machen wir es über das Spieleteam? Das wäre natürlich auch eine Idee. Erst machen wir es über das Spieleteam. Und zwar schicken wir einfach mal Rolle Missing Translation. Okay. Und zwar schicken wir einfach mal Kirsten Abbott auf Weiterbildung. Moment. Ausbilden und dann geben wir ihr mal auch Personalverwaltung, dass sie auch da geschult ist und eigens oder in Eigenverantwortung ja, Personal einstellen kann und so weiter und so fort. Ausbildung beginnen. So, das ist glaube ich erstmal ein wichtiger Schritt dafür. Und dann könnten wir aber gleichzeitig Moment, Personal verwalten. Nein, sorry. Hier nochmal nach den Werten gucken. Ihr werdet nochmal ausgebildet. Und zwar ausbilden. Und Moment, du brauchst vielleicht. Ja, dich werden wir mal im Artist-Bereich noch ausbilden. So, Artist 2D und 3 Monate. Ausbildung beginnen. Und ausbilden. Ja, du hast keine sonderlich guten Fähigkeiten hier überall. Die schicken wir mal im Designbereich 2D auf 3 Monate Weiterbildung. Und die schicken wir mal im Programmierbereich 2D auf 3 Monate Weiterbildung. Okay. So, da hätten wir das erstmal soweit vorbereitet. Haben wir noch mehr im Spieleteam? Tatsächlich, wir haben noch mehr im Spieleteam. Ist unser Spieleteam so groß? Tatsächlich. Okay, dann schicken wir dich nochmal zur Weiterbildung. Hier ist es egal, ob Design oder Programmierer. Machen wir erstmal Programmierer, 3 Monate und ausbilden. Und du im Designbereich, 3 Monate und ausbilden und fertig. Okay, so, dann ist unser Spieleteam erstmal eine Zeit lang ja, beschäftigt und wir machen hier in der Zwischenzeit erstmal weiter, akzeptieren das Ganze hier und zack, fertig. So, dann haben wir den nächsten Tag und es müsste es in der ersten Etage hier relativ leer sein gerade, weil die sind, wie gesagt, gerade auf Weiterbildung. In der Zwischenzeit werden wir mal gucken, was unsere Konkurrenz so macht und gucken vor allem mal nach Betriebssystemen. Moment, dann machen wir das Fenster mal ein bisschen größer. Und so, da hätten wir es. Moral DOS Free, okay. Ist ansonsten nur unsere, sind eigentlich nur unsere eigenen Produkte im Endeffekt, bis auf das hier ganz unten, das GOS. Wobei wir das aber, hatte ich glaube ich in der einen Folge schon mal geguckt, wir können das glaube ich nicht aufkaufen von der Firma Frist. Was kann man denn hier machen? Gehalt des Mitarbeiters ändern, okay. Nee, also ich glaube, die können wir nicht aufkaufen. Wir gucken zwar hier nochmal bei alle Unternehmen rein und sortieren das auch nochmal schön nach Name. Und dann müsst ihr eigentlich bei Frist, ja, gibt es Frist Fly Inc., aber das sind die nicht. Ist ja Frist Ausrufezeichen gewesen. Na gut, dann müssen wir das so hinnehmen.
Schade eigentlich. Und dann sollten wir vielleicht mal unsere Leute wieder ja, einen kleinen Auftrag geben, was sie dann als nächstes entwickeln werden. Und dazu gehen wir mal auf Software entwickeln. Und ja, was haben wir denn jetzt länger nicht mehr gemacht? Spiele haben wir jetzt rausgehauen in letzter Zeit in Massen. Ich würde es gern eigentlich nochmal anhand eines Betriebssystems testen wollen, weil ich ja letzte Folge festgestellt hatte, oder wir hatten ja letzte Folge festgestellt, dass auf einmal viel mehr Bugs und so weiter drin sind. Ich hatte in der Zwischenzeit auch geguckt gehabt, ob es irgendein Update gab. Also angeblich gab es kein Update. Und ja, bin jetzt gespannt, ob das jetzt nur ein Zufall war, dass die Spiele voller Bugs waren, oder ob das jetzt wirklich ein generelles, in Anführungsstrichen, Feature ist. Wir nennen es mal, warte mal, was haben wir denn zuletzt entwickelt? Morrowind 3.5, okay, dann wird es Morrowind 4. Morrowind oder ja, 4 wäre eigentlich nur sinnlos, hat ja noch keine großartige Erweiterung, dann nennen wir es 3.8. So, und das wird kein Open Source, da werden wir den Server auch verwenden. Ansonsten hier hatten wir alles ausgewählt und dann gehen wir mal in die Entwicklungsphase. Das entwickelt auch das Core-Team, das ist richtig soweit. Ja. Und ab geht's dafür. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, gut, General geht verhältnismäßig schnell noch nach oben. System braucht hier am längsten. Da sind halt unsere Mitarbeiter wahrscheinlich am wenigsten geschult dafür. Es wird trotzdem, vermute ich mal, relativ schnell fertig werden. Ich würde es mir ja wünschen, dass die etwas länger brauchen würden. Das ist, ja, schwierigkeitsgradmäßig etwas angepasster wäre, dafür, dass wir halt auch Schwierigkeitsstufe wirklich hart spielen, also auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Würde ich mir wünschen, dass es etwas schwerer wäre. Vielleicht lässt sich das ja noch anpassen im Laufe der Zeit. Vielleicht machen die Entwickler das ja noch. Wir brauchen aber jetzt trotzdem, habe ich das Gefühl, definitiv schon mal länger für die Entwicklung der Betriebssysteme. Es dauert ganz schön lange. Ich glaube, sonst waren wir innerhalb von 2 Monaten, also 2 Spieltagen hier fertig. Jetzt habe ich das Gefühl, dass die wirklich eine Zeit lang dran sitzen und ja, handwerkeln. Finde ich jetzt nicht das Verkehrteste, im Gegenteil. Also ich fände es ja gut. Und würde mir halt aber vielleicht noch einen leicht erhöhten Schwierigkeitsgrad wünschen. Also es ist immer noch recht flott, wie sie das hier entwickeln. Dann gucken wir mal, wie viele Bugs hier drin sind. Okay, also doch auch einige. Also die müssen definitiv irgendwas verändert haben hier dran. Sonst wären hier weniger Bugs drin. Und ja, es sind für meinen Geschmack auch noch zu wenig. Also es könnte vielleicht viermal so viel drin sein. So, wir promoten das ganze Ding und schicken es in die Marketingabteilung natürlich. So, starte Kampagne und zuweisen. Und ihr seht, ich habe hier schon mal ein bisschen was vorbereitet. Teammäßig, die wir allerdings im Moment noch nicht haben, die Teams und so weiter und so fort. Und ja, dann gucken wir mal, wie das jetzt wird. So, 3 Millionen Faktoren. Kauf, boah, ist das eine Menge. 3 Millionen Umsatz für unser neues Betriebssystem. Der Hammer. Und ich würde mir, ich habe glaube ich, hatte es in der letzten Folge schon gesagt, ich würde mir auch so eine kleine Forschungsabteilung eigentlich wünschen, wo man Forschungsaufträge geben kann, dass neue ja, Sachen entwickelt werden. Zum Beispiel, dass die 3D-Grafik, dass man die selber entwickeln kann. Dass es da hunderte an Technologien gibt, im Idealfall, die man alle selber entwickeln kann, die alle irgendwo einen Einfluss auf das Spiel haben. Und die Forschungsabteilung müsste auch, wenn dann, so richtig teuer sein. Also das, ja, fände ich ganz cool. Und so gucken wir jetzt erstmal nochmal so im Generellen bei dem Betriebssystem, wie denn unser neuestes System so am Markt jetzt dasteht. Ist sofort auf Platz 1 geschossen von den Verkaufszahlen. Gut, es hat Morrowind, was war es denn, 3.5 noch nicht eingeholt, aber gut, es ist im ersten Monat mit 2,9 Millionen Profit. Lässt sich, glaube ich, schon ganz gut sehen. Und theoretisch, ich glaube, es müsste ja dann bald schon soweit sein, dass wir dann auch die 3D-Grafiken erforschen, also was heißt erforschen, mit dazu nehmen können in die Betriebssysteme. Und naja, wir schauen mal. Wir können in der Zwischenzeit noch ein kleines Spielchen auf den Markt hauen.
Moment, hier im Spiel und Engine auswählen. So, Moral Engine 3 hatten wir da nicht schon eine bessere? Doch, ja, hatten wir 3.5. Ach, na, okay, wir müssten eigentlich. Nee, nee, stopp, zurück. Wir müssen eine neue Engine entwickeln. Denn sonst ist ja unser neues Betriebssystem gar nicht mit dabei. Moral Engine 3.8. Und original ist natürlich die 3.5er Version. Und hier kriegen wir auch einen Surfer zur Verfügung gestellt. Und so, dann Betriebssystem. Molvin 3.8 auf jeden Fall, das ist ganz klar. Moment, gehen wir nochmal auf Abbrechen, dann gucken wir mal hier. Skripten, war das bei den anderen auch schon mit dabei? Ich führe mal jetzt 3.5 dazu, Molvin 3.5. Ja, Skripten ist auch schon dabei, okay. Und dann nehmen wir aber vielleicht die 3er-Version auch nochmal dazu, weil das müsste auch noch dasselbe sein. Genau. So, dann wählen wir hier alles aus. Skripten, Joystick und Qualitätssicherung. Und dann haben wir, glaube ich, hier eine gute neue Engine, die wir direkt auch mal entwickeln werden. Und ich weiß gar nicht, ob sich das jetzt noch lohnt. Da müssen wir mal gucken, ob wir mit der Engine wirklich noch Spiele entwickeln können oder ob die 3D-Grafik schneller sein wird. Denn sobald 3D auf dem Markt ist, wollen wir das natürlich dann dementsprechend gleich in einem neuen Betriebssystem, ja, in Anführungsstrichen promoten. Und dann natürlich dafür vielleicht auch lieber die Spiele entwickeln. Das würde mehr Sinn ergeben. Aber so entwickeln wir erstmal die Engine jetzt 3.8 und gucken mal, wer schneller ist. Ob 3D schneller ist oder ob wir schneller sind. So, sind aber schon fast soweit durch. Okay, die Bugs bitte noch raus. Und ja, die haben wirklich hier was getan. Da sind mehr Bugs drin. Wie gesagt, gern noch mehr. Falls die Entwickler hier zuschauen, macht es doch noch schwerer, das Spiel. Ruhig noch ein bisschen. Wäre nicht das Verkehrteste. Gerade auf dem, oder haut noch einen extra Schwierigkeitsgrad mit rein, wo es noch schwerer wird. Das wäre doch genial. Also vor allem, was dieser Langzeit-Motivationsfaktor, was den angeht, da glaube ich, geht wirklich noch extrem viel. Da kann man auch viel durch den Schwierigkeitsgrad, glaube ich, machen. Und ja, von daher, also fände ich nicht das Verkehrteste. So, dann entwickeln wir, ich glaube, wir haben noch ein bisschen Zeit bis 1990. Dann entwickeln wir jetzt einfach mal noch ein Spiel und können jetzt natürlich das auf der neuesten Engine auch entwickeln. Und optisches Tool, da reicht, glaube ich, unser altes noch, 3.5. Und Audio-Tool, da reicht das auch noch, was wir da vorher hatten. Da brauchen wir jetzt kein neues extra dafür. Surfer kriegt ihr Betriebssysteme natürlich alle drei, die wir jetzt dabei haben. Und so, und hier auch noch. So, und dann brauchen wir noch einen Spielenamen. Und wie nennen wir das Ganze denn? Ihr könnt es ja mal in Anlehnung an das Spiel Softwareentwickler 89 bezeichnen. So, KI braucht eigentlich so ein Softwareentwicklerspiel theoretisch nicht, aber gut, nehmen wir halt mit dazu. Haben wir alles ausgewählt, das müsste soweit passen und wir schicken das in die Entwicklung. So, was macht unser Betriebssystem? Okay, hier die fahren schon wieder minus ein, das werden wir mal rausnehmen. Und das können wir noch drin lassen. Betriebssystem fährt noch 1 Million ein. Wo haben wir es denn? Releases 3.8. Und da sind wir. Ach, das ist die Engine. Okay. In der zweiten Zeile. 5,9 Millionen. Damit hat es schon fast seinen Vorgänger eingeholt. Na, das sollten wir doch noch hinbekommen. Also ich denke mal, nächsten Monat ist es dann soweit, dass Morrowind 3.8 ja, das meistverkaufte Betriebssystem aller Zeiten ist. Und so, vielleicht, wenn das Spiel dann auch noch dementsprechend fertig ist. Ich sehe gerade oben die Abteilung ist wieder da. Da werden wir euch nochmal auf Weiterbildung schicken. Moment. Oder wie man. Das machen wir, glaube ich, nächste Folge, das mit der Weiterbildung. So, Leute, wir haben es auf jeden Fall für heute erstmal schon wieder geschafft. Wir sehen uns morgen wieder und
Ihr habt ja vielleicht schon gesehen, was uns, worauf wir mit den anderen Etagen hinarbeiten wollen. Vielleicht schießt uns das Spiel aber trotzdem noch irgendwo ins Bein, in Anführungsstrichen. Würde ich mich ja freuen, wenn es so wäre. Und dass es dann vielleicht doch noch ein bisschen schwerer wird in der Zwischenzeit. Ich nehme erstmal noch die nächste Folge heute mit auf und ja, wir sehen uns also definitiv morgen wieder. Haut rein, Jungs. Ciao, ciao.